Hallo und herzlich willkommen zum 10. Tag unserer Islandreise. Heute Morgen sind wir in Asbjörgi am Campingplatz gestartet und sind auf dem Weg zum Dettifoss. Später werden wir noch nach Krafla zum Hochtemperaturgebiet fahren. Wir sind hier am Havragilsfoss angekommen. Von Asbjörgi, vom Campingplatz aus, sind das bis hierhin etwa gut 15 bis 18 Kilometer Fahrt. Die Straße ist nicht wirklich gut, es ist eine sehr holprige Piste. Es macht trotzdem Spaß, diese Piste zu fahren. Allerdings muss man schon ein bisschen aufpassen, denn sie ist stellenweise wirklich sehr, sehr holprig. Hier am Havragilsfoss ist es sehr schön, auch leider etwas kalt. Eben als wir hier runtergefahren sind, da dachten wir, oh, vielleicht können wir das überhaupt nicht sehen, weil hier überall gerade Nebel aufgezogen ist. Aber Gott sei Dank hat sich der Nebel jetzt gerade wieder verflüchtigt und man kann einen schönen Blick auf diesen Wasserfall werfen. Von diesem Punkt aus hier hat man einen wunderbaren Blick auf den Havragilsfoss mit einem tollen Vordergrund. Ja, an den Seiten des Canyons sieht man immer wieder diese Basaltsäulen, die sich hier gebildet haben. Der Havragilsfoss ist sozusagen der kleine Bruder vom Dettifoss. Nach nur wenigen Minuten Fahrt sind wir am Dettifoss angekommen. Da es am Dettifoss sehr, sehr laut ist, rede ich jetzt hier ein bisschen über den Dettifoss. Der Dettifoss ist Europas größter Wasserfall mit der meisten Menge an Wasser, die gleichzeitig herabstürzt. Soweit ich mich erinnern kann, sind das etwa 200.000 Kubikmeter pro Sekunde. Die Fallhöhe weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, das sind ungefähr 40 Meter etwa. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr imposant zu sehen und auch zu hören, wie das Wasser hier in die Tiefe rauscht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher dran und versuche mal dort noch ein paar Bilder einzufangen. Aber das ist einfach gigantisch. Mittlerweile ist es auch ein kleines bisschen wärmer geworden und die ersten Touristen kommen jetzt hier hin. Wir sind heute Morgen sehr früh losgefahren am Campingplatz in Asbjörgi, etwa gegen 7:30 und wir haben jetzt, glaube ich, 8:45. Also man muss schon ein bisschen Zeit für die Straße einrechnen und natürlich auch für den davorliegenden Wasserfall. Hier an dem Infoschild habe ich noch mal kurz nachgelesen. Also ich habe doch ganz richtig gelegen. Der Dettifoss ist 45 Meter hoch und 100 Meter breit. Und in diesem Tal hier sind drei Wasserfälle, der Havragilsfoss, der Dettifoss und der Selfoss. Seit 2008 ist das hier Naturschutzgebiet bzw. gehört zu so einem Naturpark und ja, ist naturgeschütztes Gebiet. Hier ist überall Übernachten verboten.
Und natürlich auch das Fliegen von Drohnen. Ich denke, das hat auch seinen guten Sinn. Detifoss fuhren wir Richtung Süden auf der Straße Nummer 864. Je weiter wir Richtung Süden kamen, desto mehr verschlechterte sich der Zustand der Straße. Auf der ruppigen Schotterpiste hatten wir den Eindruck, unser Fahrzeug würde jeden Augenblick auseinanderbrechen. Dabei fuhren wir nur mit knapp 20 Stundenkilometern. Trotzdem klapperte und holperte das ganze Fahrzeug. Wir waren so froh, als wir nach knapp 30 Kilometer Fahrt über diese Schotterpiste wieder auf der asphaltierten Ringstraße 1 ankamen. Wir sind jetzt am Krafla angekommen. Hier im Campingbus ist jetzt eine angenehm warme Atmosphäre, denn wir kochen. Wir haben gerade die Standheizung angeworfen und gleich gibt's etwas zu essen. Nudeln mit Thunfischsuppe. Nein, Nudeln mit Thunfischsoße, so. Nach einem kurzen Mittagessen sind wir jetzt losgegangen ins Lava-Gebiet Lane Yukur. Hier war noch flüssige Lava bis 1984, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, und diese Flechten, die es hier gibt, die die Lava im Moment bedecken, die sind ja ungefähr gerade mal 30 Jahre alt. Das ist also schon beachtlich, wie lange das braucht, bis das hier wieder grün wird. So, hinter mir sieht man jetzt dieses schöne blau gefärbte Wasser. Das ist höchstwahrscheinlich sehr, sehr heiß. Wir wollen es nicht ausprobieren. Hier gibt es überall Stege, die zum Teil sehr glitschig und sehr rutschig sind. Da muss man also sehr, sehr gut aufpassen, wo man lang geht. Und wenn man sich auf den Boden kniet, dann merkt man auch, dass das
hier sehr, sehr warm ist. Kein Wunder, denn vor ungefähr 35 Jahren ist ja hier noch Lava geflossen. Hier im Hochtemperaturgebiet von Namafjall raucht die Erde. Es stinkt nach Schwefelwasserstoff. Die Erde ist aufgerissen. Hier gibt es überall so Schlammtöpfe. Es stinkt nach Schwefelwasserstoff. Aber es macht total Spaß, sich das hier anzugucken. Es gibt Stellen, an denen Schwefel aus der Erde hervortritt. Das sieht man an dieser gelben Färbung. Ja. Ansonsten, es weht ein ziemlich eisiger, kalter Wind. Aus diesem Grund bin ich wahrscheinlich auch relativ schlecht zu verstehen. Berg Namafjall wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts Schwefel abgebaut. Unterhalb des Berges Namafjall befindet sich ein aktives und sich ständig veränderndes Gebiet von heißen Quellen, das Hochtemperaturgebiet Ferarönd. Die Besichtigung dieses Hochtemperaturgebiets war sehr spannend für uns. Denn wo sonst kann man vulkanische Aktivität hautnah erleben? Die Thermalquellen, kochende Schlammtümpel und die Schlammtöpfe, Fumarolen und Sulfatare sind einfach faszinierend. So, es ist genau das passiert, was ich die ganze Zeit befürchtet habe, dass wir einen Platten haben. Gott sei Dank ist das jetzt in der Nähe von Mühwatten passiert, in der Nähe von der Information. Wir haben angerufen, es soll jetzt gleich jemand kommen, der uns hilft. Wir hatten 3 Metallteile in unserem hinteren rechten Reifen. In der Werkstatt wurde unser Reifen schnell gewechselt.
Die Kosten für den Reifenwechsel hatten es in sich. Knapp 200 Euro mussten wir bezahlen. Nach kurzem Stopp konnten wir unsere Fahrt nach Akureyri fortsetzen. Reinigungsarbeiten sind in vollem Gange. Wir sind jetzt mittlerweile in Akureyri. Ja, von Myvatn aus sind wir auf schnellstem Wege hier hingefahren, haben jetzt einen Campingplatz aufgesucht, haben vorher noch an einem leckeren Dönerladen etwas verzehrt und ja, mussten dann jetzt eben feststellen, dass wir einiges zu beklagen haben. Also, wir haben zu beklagen. Erstens, 3 nasse Sitze, weil uns im Laufe der Fahrt eine Trinkflasche bzw. 2 Trinkflaschen ausgelaufen sind. Seit, ich glaube, 2 Tagen fährt Tanja vorne mit und hat einen Regenponcho und eine Decke unterm Hintern, weil ja, das ausgelaufen ist. Nächster Punkt ist, wir haben einen neuen Reifen zu beklagen, besser gesagt einen alten zu beklagen, und einen neuen haben wir jetzt, Gott sei Dank. Der Mensch, der uns in Myvatn da geholfen hat, der hat wirklich ganze Arbeit geleistet, schnell und unkompliziert. Allerdings hat der Spaß auch eben mal 196 Euro gekostet. Gut, aber wir wollten ja auch weiter. Ja, dann mussten wir eben beim Auspacken von unserem Gepäck feststellen, dass eine von den Flaschen, die wir unten im Kofferraum gelagert haben, leider ausgelaufen ist. Das muss wohl heute auf dieser ziemlich harten Piste bei Dettifoss passiert sein. Ja, damit haben wir das Fahrzeug kurzfristig ein bisschen geflutet. Einige Sachen sind ein bisschen nass geworden, aber das durfte eigentlich auch relativ schnell wieder trocknen. Ja, und dann haben wir halt noch ein nicht mehr ganz so nett riechendes Auto zu beklagen. Als wir in der Werkstatt waren, da fragte man uns, ob wir irgendwie ja, irgendwo durchgefahren werden. Und das mussten wir dann bejahen und haben dann also erklärt, dass es uns auch wirklich sehr leid tut. Aber auch, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wo wir da durchgefahren sind. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie geruchstechnisch in den Griff bekommen. Auf jeden Fall meinte der Besitzer von dem Autoladen dann zum Schluss, wir würden also riechen, als ob wir in einem Schweinestall geparkt hätten. Ja, da muss ich ihm recht geben, das ist tatsächlich so. Ja, also das Fazit des Tages, immer gut gucken, aufpassen und vielleicht manchmal doch ein bisschen langsamer fahren. Auf jeden Fall waren das heute wieder über 220 Kilometer und es war echt heftig. Ich bin total kaputt und der Tanja geht es auch nicht anders.